Mein Name ist Constanze Korfsmeier und ich werde herausfinden, ob meine Mandantin das brave Unschuldslamm ist, wie ihre Eltern meinen, oder doch eine brutale Räuberin. Das ist ein Überfall. Her mit der Kohle und zerschnell. Komm, dann rein. Ihre Mandantin wurde ja eindeutig identifiziert. Es liegt es nur noch an ihr, endlich zu gestehen. Wir hatten keine Ahnung, welche kriminelle Brut wir uns da aufgeladen haben. Wenn du Victoria verstößt, dann bin ich auch weg. Nur unter der Bedingung bin ich bereit, euch zu verzeihen, dass ihr mich mein ganzes Leben lang angelogen habt. Soll ich die Einnahmen mitnehmen? Ach, danke, die nehme ich selber mit zur Bank. So, Mädels! Das ist ein Überfall! Her mit der Kohle und zerschnell! Los, vergeil sie rein! Oh, tun Sie, was sie sagt. Bitte tun Sie ihr nichts. Los, mach schon, sonst knallt's! Komm, Abflug. Nee, warte. Pass nur auf die Olle auf. Ich geh uns ein paar Pillen besorgen. Du bist ganz brav. Kapiert? Ganz ruhig. Sie machen einen riesigen Fehler. Halt deine Fresse! Sag mal, habe ich dich doch richtig erkannt? Gar nichts hast du. Komm, wir hauen ab. Los, komm. Eins noch. Ihr Mädels, geht's auf die Knie. Macht die Augen zu und zählt bis 1000. Los! Wie viele Frauen hast du heute in deiner Praxis glücklich gemacht? Mach du nur deine Scherze. Das ist ganz schön anstrengend. Es gibt eine Menge Frauen weit über 40, die sich heute ihr erstes Kind wünschen. Also ich kann die Frauen verstehen. Schließlich haben wir uns Victoria auch so sehr gewünscht. Da waren wir aber um einiges jünger. Aber lassen wir das. Und? Was macht die Schule? Keine Sorge, Papa. Ich habe alles im Griff. Ich gehe schon. Hoffentlich ist das nicht wieder eine Patientin, die meine Privatadresse rausbekommen hat. Also bei dir wirklich alles gut in der Schule? Ich möchte nicht, dass sich dein Medizinstudium aufgrund schlechter Abiturnoten verzögert. Schließlich habe ich... Hast du deine Praxis nur für mich aufgebaut? Kommen Sie doch bitte. Hier ist jemand von der Polizei, der zu Victoria will. Victoria Landstein, sind das Sie? Ja. Um was geht es denn? Sie sollen vor etwa einer Stunde zusammen mit einem Komplizen die Apotheke von Frau Goldmann überfallen haben. Was? Wie bitte? Was soll ich? Das muss wohl ein Irrtum sein. Das werden wir noch klären. Ich nehme Ihre Tochter erstmal mit auf die Dienststelle. Sie wurde nämlich am Tatort erkannt. Kannst du mir am besten auch gleich erzählen, wer Ihr Komplize war? Um Gottes Willen, was sagen Sie denn da? Das stimmt nicht. Ich habe nichts getan und ich weiß auch nichts von irgendeinem Komplizen. Unsere Tochter geht ohne uns nirgendwo hin. Und schon gar nicht, bevor wir nicht unsere Anwältin kontaktiert haben. Es war natürlich genau richtig, mich sofort zu kontaktieren. Und ihrer Tochter zu raten, keine Angaben zu machen. Der Kommissar war so freundlich, mich in die Erstaussage der Apothekerin blicken zu lassen. Ich kann das noch gar nicht fassen. Manuela Goldmann, die Apothekerin, ist eine Freundin der Familie. Wieso behauptet sie, unsere Tochter habe sie überfallen? Ja, immerhin ist sie sich sicher, Victoria eindeutig erkannt zu haben. Victoria, wo warst du denn zu der angeblichen Tatzeit um kurz nach 18 Uhr? Ich war den ganzen Tag zu Hause und habe noch für die Schule gelernt. Und abends habe ich dann das Abendessen vorbereitet. Aber du warst die ganze Zeit allein zu Hause, richtig? Ja. Meine Eltern kamen erst so gegen 19 Uhr nach Hause. Ich denke doch, Sie hatten jetzt genug Zeit, sich zu besprechen. Die Gegenüberstellung können wir uns übrigens sparen. Ihre Mandantin wurde ja eindeutig identifiziert. Jetzt liegt es nur noch an ihr, endlich zu gestehen und uns zu sagen, wer denn nun ihr Komplize war. Ich war das nicht. Manuela ist wie eine Tante für mich. Warum sollte ich sie überfallen? Herr Kommissar, meine Mandantin ist minderjährig, hat einen festen Wohnsitz und geht regelmäßig zur Schule. Ich glaube nicht, dass Sie sie hier weiter festhalten wollen. Schon gut. Aber ich bin mir trotzdem sicher, die Staatsanwaltschaft wird in Erwägung ziehen, einen Haftbefehl zu beantragen. Immerhin wurde die Apotheke bewaffnet überfallen. Und solange der Komplize noch frei herumläuft, besteht Verdunkungsgefahr.
Ja, ist schon recht. Das warten wir dann ab. Wir gehen jetzt jedenfalls. Kommen Sie. Hey, na toll, kannst du dich vielleicht mal melden? Boah, ich sitze hier fest und ich weiß nicht mal, wo du bist. Wir müssen noch die nächste Stufe planen, dann hast du dich schnappen lassen. So, Victoria, je schneller wir beide miteinander Klartext sprechen, desto besser kann ich dich verteidigen. Ich schwöre Ihnen, ich war das nicht. Und warum Manuela mich beschuldigt, das kann ich mir auch nicht erklären. Sie war immer wie eine Tante für mich. Meine Eltern und Manuela sind schon immer befreundet. Gab es denn vielleicht Streit zwischen der Apothekerin und deinen Eltern? Nein, nicht, dass ich wüsste. Sie und meine Eltern haben ein echt gutes Verhältnis. Obwohl Papa vor Mama mit Manuela zusammen war. Das ist allerdings interessant. Nein. Mama war zwar manchmal eifersüchtig, aber bitte glauben Sie mir, dass ich nichts mit dem Überfall zu tun habe. Also davon gehen wir mal aus. Aber wann immer du mir etwas zu sagen hast, kannst du dich bei mir melden. Vielen Dank. Ich vertraue Ihnen. Bis morgen. Bis morgen. Tatsächlich kenne ich die Familie Lahnstein schon eine ganze Weile, weil ich Dr. Lahnstein öfter rechtlich vertreten habe. Ich traue Victoria nicht zu, einen brutalen, bewaffneten Überfall auf die Apotheke der Freundin ihrer Familie zu begehen. Aber die Aussage der Apothekerin steht. Sie will Victoria eindeutig erkannt haben. Neben dem Bargeld wurden auch Medikamente geraubt, die als Drogen missbraucht werden können. Führt Victoria möglicherweise ein Doppelleben, von dem wir alle nichts wussten? Oder spielt die ehemalige Beziehung von Victorias Vater zu der Apothekerin eine Rolle? Dem werde ich auf den Grund gehen und Manuela Goldmann morgen einen Besuch abstatten. Guten Morgen. Wie fühlt man sich, wenn man eine Familie ins Unglück gestürzt hat? Was machst du hier, Carlo? Lauerst du mir auf? Telefonisch warst du ja nicht zu erreichen. Kannst mich ja auch anzeigen. Warum behauptest du, dass Victoria dich überfallen hat? Ich bin doch selber immer noch total geschockt. Haben die ihren Komplizen jetzt endlich auch geschnappt? Hör doch auf mit dem Mist. Keine Ahnung, wer dich überfallen hat. Aber Victoria hat ganz sicher nichts damit zu tun. Komm, Carlo, hör auf, ich habe sie doch erkannt. Ich habe ihr Gesicht erkannt und ihre Stimme auch. Manuela, du willst dich doch nur rächen. Rächen, weil ich... Prost. Auf falsche Entscheidung. Spinnst du? Du bist seit 18 Jahren verheiratet und hast eine wunderschöne Tochter? Ja, das habe ich. Aber ich habe nichts vergessen. Nicht deine Lippen, nicht dein Lachen. Schon gar nicht. Ach, Carlo, komm, hör auf, lass das. Du hast mich verlassen, weil ich keine Kinder bekommen konnte. Und dann wurde ganz schnell geheiratet, nämlich Isolde, die Sprechstundenhilfe, die dann auch ganz, ganz schnell ein Kind geworfen hat. Verflixt, das war eben vielleicht falsch. Ach, komm, verschwinde! Hau ab! Rächen, hör doch auf, das ist doch lächerlich. Wenn ich mich an dir rächen wollen würde, dann würde ich deiner Frau vielleicht mal erzählen, dass du nach 18 Jahren immer noch mit mir ins Bett gewollt hast. Vielleicht sollte ich das bei Gelegenheit mal nachholen. Ich warne dich. Sie wird dir kein Wort glauben. Ach Gott, verschwinde doch einfach. Guten Tag, die Herrschaften. Hallo, Herr Lahnstein. Hallo, Frau Kosmeier.
Goldmann? Hallo, Korfsmeier. Ich bin die Anwältin von Victoria. Haben Sie eine Minute Zeit für mich? Für Sie ja, für dich nein. Verschwinde! Wiedersehen. Wiedersehen. Können wir das Ganze vielleicht drinnen besprechen? Sind Sie sich ganz sicher, dass es Victoria war, die ihre Apotheke überfallen hat, zusammen mit einem Komplizen? Also ich hätte ja für Victoria eigentlich die Hand ins Feuer gelegt. Wären Sie denn so freundlich und würden mir die Täterin beschreiben? Also was hatte sie an? Hatte sie lackierte Fingernägel oder trug sie Handschuhe? Sie hatte zerrissene Hosen an und ein Kapuzenshirt. Aber die Täter waren maskiert. Wie konnten Sie Victoria eigentlich erkennen? Sie hat die Maske hochgeschoben und da habe ich das gesehen. Wie weit nach oben hat die Täterin die Maske geschoben? Wie genau konnten Sie Ihr Gesicht erkennen? Ich habe Ihr Gesicht genau erkannt. Allerdings habe ich mich gewundert, weil sie hatte so einen Glitzerstein am Schneidezahn. Sag mal, habe ich dich doch richtig erkannt? Gar nichts hast du. Was? Also ich kann mich nicht erinnern, dass Victoria so etwas trägt. Und bei der Polizei haben Sie es auch nicht erwähnt. Stimmt, bei der Polizei habe ich das wirklich nicht erwähnt. Ja, und so ein Glitzerstein passt zu Victoria genauso wenig wie das Outfit, was Sie vorhin beschrieben haben. Ja, das ist richtig, aber ich habe sie vor 2 Wochen schon mal in so einem Outfit gesehen und hatte mich da schon gewundert. Haben Sie sie noch mal darauf angesprochen, als Sie sie das nächste Mal getroffen haben? Das nächste Mal, als ich sie getroffen habe, hat sie mich überfallen. Ich möchte Sie mal ganz direkt fragen. Also ich weiß, dass Sie mit Herrn Lahnstein liiert waren, bevor er mit Victorias Mutter zusammenkam. Und vorhin, als ich sie getroffen habe, da hatte ich den Eindruck, da ist noch etwas zwischen Ihnen. Unsinn. Also bevor Carlo da irgendetwas Falsches erzählt, ja, wir waren zusammen. Ja, er hat mich damals sitzen gelassen, weil ich angeblich keine Kinder bekommen konnte. Und dann hat er auch sehr schnell seine Sprechstundenhilfe geheiratet, die Isolde. Und ein Jahr später kam dann auch Victoria schon. Und das nehmen Sie ihm heute übel? Ach was, das fragen Sie Carlo am besten selber. Ich bin jetzt auch glücklicher Single, ja. Dass die Apothekerin Victoria beschuldigt, um sich an ihrem Vater zu rächen, glaube ich eher nicht. Auch wenn das natürlich ein Motiv wäre. Aber dazu hat sie sich viel zu abgeklärt geäußert. Ich muss nun dem Hinweis nachgehen, dass Victoria möglicherweise ein Doppelleben führt. Spielt sie nur das brave Töchterlein und treibt sich in Wirklichkeit in ganz anderen Kreisen herum? Ich werde jetzt erst einmal überprüfen, ob sie einen Glitzerstein am Zahn trägt. Can you stay strong? Genug gesehen. Ich habe da keinen dämlichen Glitzerstein. Also kann Manuela mich auch überhaupt gar nicht erkannt haben. Das werde ich der Polizei auch sofort mitteilen. Aber leider ist das kein hundertprozentiger Beweis für deine Unschuld. Ich meine, sowas kann man ja schnell wieder entfernen. Also jetzt reicht's aber. Manuela hat sich mit diesem Hinweis auf diesen Stein am Zahn eindeutig verplappert. Sie hat Victoria überhaupt nicht erkannt. Das können wir aber noch nicht beweisen. Victoria. Kannst du mich kurz mit deinem Vater alleine lassen? So, Frau Korfsmeier, wie überführen wir Manuela Goldmann der Lüge? Was macht Sie eigentlich so sicher, dass Manuela Goldmann lügt? Weil Sie sie vor 18 Jahren verlassen haben? Herr Lahnstein, ich weiß über Ihre Beziehung zu Frau Goldmann Bescheid. Oder gibt es da noch etwas, das Sie mir sagen wollen? Ich gehe von Ihrer Verschwiegenheit aus. Selbstverständlich. Ja, wir sind uns noch einmal näher gekommen. Ja, das hat mir Frau Goldmann auch so gesagt. Aber glauben Sie wirklich, dass sie einen zufälligen Raubüberfall auf Ihre Apotheke nutzt, um sich an Ihnen zu rächen, indem sie Victoria ins Gefängnis bringt? Seit gestern weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Aber bevor ich glaube, dass Victoria eine Kriminelle ist, die einen bewaffneten Raubüberfall begeht, da glaube ich lieber, dass... Dass sie Opfer einer bösen Intrige ist, das kann ich schon verstehen. Aber wir müssen auch in Erwägung ziehen, dass ihre Tochter möglicherweise ein Doppelleben geführt hat, von dem sie und ihre Frau nichts geahnt haben. Moment mal. Wessen Anwältin sind Sie eigentlich? Die von Victoria oder die von Manuela? Herr Lahnstein, ich bin ganz sicher die Anwältin Ihrer Tochter. Und deshalb muss ich schnellstmöglich in Erfahrung bringen, was wirklich passiert ist. Und darum stelle ich Ihnen jetzt 3 Fragen.
Erstens, kennen Sie wirklich den genauen Tagesablauf Ihrer Tochter? Zweitens, wissen Sie, mit wem Ihre Tochter befreundet oder vielleicht sogar liiert ist? Und drittens, sind Sie sich sicher, dass sie zur Tatzeit hier allein im Haus war? Boah, das sind mindestens 1000 Euro im Bar. Wenn wir die Pillen noch verchecken, haben wir noch mal 2000. Sag mal, hast du echt nichts gepeilt? Ich habe das noch nicht für die Kohle gemacht. Wir haben noch einen Plan, oder? Ja, aber ich dachte... Du sollst nicht denken, sondern die nächste Stufe zünden. Hey, wir wollten die Rakete doch gemeinsam abschießen, oder? Wolle, komm, du weißt, wie wichtig mir das ist. Ja, aber willst du es echt immer noch durchziehen? Na klar, was denkst du denn? Und das war doch deine Idee. Und zwar die beste, die du je hattest. Wolle, bist du noch bei mir? Oder nicht? Dann nimm den Scheiß und verpiss dich. Unsinn, Prinzessin. Wir ziehen es durch. Es wird alles genauso, wie du das wolltest. Danke, Jenny, dass du dir so schnell die Zeit genommen hast, um dich mit mir zu treffen. Ja, das ist doch klar. Mann, ich finde das so abgefahren. Du warst sogar schon in den Nachrichten. Was? Ja, ich meine jetzt nicht du persönlich, aber der Überfall auf die Apotheke. Sag mal, die Pillen bist du für dich und deinen Typ noch nicht allein behalten, oder? Hey, spinnst du? Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Ach komm, Vicky, du bist meine beste Freundin. Außerdem hätte ich dir das nie zugetraut. Du bist doch eher die Spießerin. Also, wer ist der Typ, mit dem du das durchgezogen hast? Jennifer, ich habe die Apotheke nicht überfallen. Und es gibt doch keinen Typen, kapiert? Also, bist du wirklich unschuldig? Und die Bullen wollen dir das alles nur anhängen? Komm, sag mir wenigstens, wie der Kommissar aussieht. Ist er so heiß wie ein Pierre Schweighöfer? Oder ist er fett und eklig? Hallo, Victoria. Schön, dass ich dich hier treffe. Das ist Frau Korfsmeier, meine Anwältin. Hallo. Hallo. Frau Korfsmeier, das ist Jennifer, meine beste Freundin. Freut mich. Wollten Sie zu mir? Eigentlich nicht. Ich bin gerade auf dem Weg zum Mandanten, zum Besprechungstermin. Der wohnt hier in der Gegend. Aber wenn du mit mir reden möchtest, gerne. Ganz ehrlich, Frau Korfsmeier, ich bin von zu Hause weg, damit ich ein paar Minuten in Ruhe mit meiner besten Freundin habe. Meine Eltern drehen gerade echt total am Rad. Aber wir sehen uns doch später bei meinen Eltern, oder? Ja, selbstverständlich. Also dann bis später. Tschüss. 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 Das ist also deine Anwältin. Sieht aber nicht gerade aus wie Donny Lewinsky. Dafür ist sie aber eine echte Anwältin. Ich muss jetzt auch los. Tschüss. Tschüss. Wir waren doch um 14 Uhr hier verabredet, oder sehe ich das falsch? Natürlich. Ich weiß auch nicht, wo Victoria steckt. Ehrlich gesagt, ich habe gar nicht mitbekommen, dass sie die Wohnung verlassen hat. Ich habe ihre Tochter vorhin mit ihrer Freundin Jennifer auf der Straße getroffen. Die kommt sicherlich bald. Und wenn ihr was passiert ist? Korfsmeier. Sag mal, warum schleichst du dich heimlich aus dem Haus? Ich habe meine Praxis extra zugemacht, damit wir hier reden können und du gehst nicht mal an dein Handy. Sorry. Jetzt bin ich ja hier. Sicherlich konnte dir deine Freundin einen guten Rat geben. Ja, klar. Genau. Und darum möchte ich euch auch was mitteilen. Ich war's. Ich habe die Apotheke überfallen. Bitte? Was? Was hast du gemacht? Stopp, stopp. Also, du willst uns jetzt hier sagen, dass du den Raubüberfall begangen hast? Ja, ich war's. Früher oder später wär's doch eh rausgekommen, oder? Bist du wahnsinnig geworden? Kind, was ist denn in dich gefahren? Kind, was ist denn in dich gefahren? Ihr habt überhaupt gar keine Ahnung von mir. Ich bin nicht euer braves Töchterlein. Das habe ich euch schon lange nur vorgespielt.
Du hast was? Du, Herr du hast die ganze Zeit, bist du verrückt geworden. Herr Lahnstein, bitte. Sehr schockierend, was hier jetzt rausgekommen ist, aber ich möchte sofort mit dir alleine sprechen. Moment mal, aber ich hab doch wohl noch... Herr Lahnstein, bitte. Es ist besser so. Komm. So, Viktoria, und jetzt wiederholst du das nochmal. Du hast also die Apotheke überfallen. Ja, sind sie taub? Nein, aber irritiert, wie du dir vorstellen kannst. Ja, ich war's. Und was wollen sie jetzt machen? Und wie du willst. Ja, dann schilder mir doch mal, wie du und dein Komplize die Apotheke überfallen habt. Die wollten zumachen und dann sind wir schnell rein. Das ist ein Überfall! Her mit der Kohle und zwar schnell! Los, vergeiß sie rein! Bitte tun sie ihr nichts. Los, mach schön, sonst knallt's! Kannst du mir mal erklären, was das eben für ein Auftritt war? Unsere Tochter hat gestanden, dass sie Manuelas Apotheke überfallen hat. Das habe ich durchaus auch vernommen, meine Liebe. Aber kannst du mir mal erklären, was das soll? Will sie uns auf den Arm nehmen oder provozieren? Nein, Carlo. Ich glaube, unsere Tochter hat eben gestanden, dass sie wirklich die Apotheke überfallen hat. Unsere Tochter, unsere Tochter! Du weißt genau, dass es nicht unsere Tochter ist. Carlo, ich habe nicht vergessen, dass wir Viktoria adoptiert haben. Also was soll das jetzt? Und dann sind sie auf die Knie gegangen und haben angefangen, bis 1000 zu zählen. Ja, und wir sind schnell abgehauen. Tatsächlich stimmt alles überein, so wie es die Opfer auch geschildert haben. Du warst es also tatsächlich. Dann sag mir doch mal, wer dein Komplize ist. Warum sollte ich Ihnen das sagen? Damit ich dich optimal verteidigen kann. Damit eins mal klar ist. Ich mache die Aussage auch gegenüber dem Bullen. Money kriegen sie eh nicht. Ah, Money. Ist das dein Freund? Viktoria, alles, was du mir sagst, darf ich nicht verraten. Ich unterliege der Schweigepflicht. Willst du mir nicht sagen, was passiert ist? Wie konnte ich nur so bescheuert sein und ein fremdes Baby adoptieren? Ich bin Arzt und ignoriere jede genetische Fixierung. Was redest du denn da? Wir haben Viktoria fast 18 Jahre lang aufgezogen. Ja, genau, aufgezogen. Aber wir hatten keine Ahnung, aus welcher Gosse sie stammt. Weißt du, was meine Großmutter immer gesagt hat? Man kann ein Mädchen aus der Gosse holen, aber niemals die Gosse aus dem Mädchen. Ich habe keine Tochter mehr. Das kannst du doch jetzt nicht ernst meinen. Du willst doch Viktoria jetzt nicht sagen, dass wir sie adoptiert haben. Und ob ich das kann? Und unsere Anwältin werde ich das auch erklären, damit sie weiß, dass diese kriminelle Brut nicht auf unserem Mist gewachsen ist. Nein, Carlo. Ich habe Manni echt geliebt. Meine Eltern sind mir schon längst egal. Aber warum bist du dann nicht mit Manni abgehauen? Das wollte ich doch. Aber der Arsch hat mich voll abgezogen. Der ist einfach abgehauen mit der ganzen Kohle. Ja, der hat dich im Stich gelassen. Kann man den irgendwo erreichen? Manni hatte immer nur Prepaid-Handys. Und da erreiche ich niemanden mehr. Wahrscheinlich ist er längst im Ausland. Der wollte immer ins Meer. Aber Frau Korfsmeier, wenn ich ein Geständnis ablege, komme ich dann sofort ins Gefängnis? Nein, das glaube ich nicht. Du bist minderjährig, du hast ein festes, solides Zuhause, du gehst regelmäßig zur Schule. Also ich denke nicht, dass man dich gleich in U-Haft steckt. Wenn du reinen Tisch machen möchtest, dann helfe ich dir natürlich dabei. Reiner Tisch ist gut. Wobei ich bei meinen Eltern bestimmt nicht mehr an den Tisch gelassen werde. Aber ich will alles gestehen. Und Manni soll auch nicht davonkommen. Frau Lahnstein, Herr Lahnstein, Ihre Tochter hat sich dazu entschlossen, auch vor der Polizei ein Geständnis abzulegen. Soll sie doch. Das geht mich nichts mehr an. Carlo! Also, ich kann Ihre Wut darüber, was Ihre Tochter gemacht hat, durchaus verstehen. Aber sollten Sie ihr nicht trotzdem beistehen? Sollte ich das, ja. Dann werde ich Ihnen jetzt mal was erklären. Dieses Mädchen ist nicht meine Tochter. Nein, das darfst du nicht. Halt den Mund, jetzt rede ich. Dieses Mädchen da habe weder ich gezeugt, noch meine Frau geboren. Wir haben es als Baby adoptiert. Und wir hatten keine Ahnung, welche kriminelle Brut wir uns da aufgeladen haben.
Also verstehe ich Sie richtig. Victoria ist nicht Ihr leibliches Kind und sie wusste bis heute nichts davon. Victoria, es tut mir leid. Wir hätten es dir sagen müssen. Wie bescheuert seid ihr eigentlich? Habt ihr echt gedacht, dass ich das noch nicht längst wüsste? Ich bin stolz darauf, nicht die Tochter von solchen Spießern zu sein. Victoria, bitte, auch wenn ich die Einzige zu sein scheine, die bisher nichts gewusst hat, sollen wir nicht alle vernünftig miteinander reden? Ich bin ganz vernünftig. Und das Einzige, was ich will, ist ein Geständnis bei den Bullen abzulegen. Also sind Sie jetzt meine Anwältin oder die von meinen... Nee, fast hätte ich Eltern gesagt. Aber das sind Sie ja gar nicht. Victoria, bitte. Ich weiß nicht, wie du es erfahren hast, aber ich bleibe doch deine Mutter. Du kannst mich mal. Können wir jetzt gehen? Ja, selbstverständlich. Und Sie sollten Ihre Tochter vielleicht doch begleiten. Ganz bestimmt nicht. Na gut, aber denken Sie noch mal drüber nach. Wiedersehen. Mir ist ja in meiner bisherigen Laufbahn schon einiges untergekommen. Aber binnen weniger Minuten zu erfahren, dass sich meine Mandantin selbst für schuldig bekennt und nicht die leibliche Tochter ihrer Eltern ist, das ist schon heftig. Mir bleibt eigentlich nur, sie optimal zu verteidigen. Und dazu gehört, dass ich ganz genau herausarbeite, dass es ihr Komplize war, der sie zu der Tat verleitet hat.